Okay, Leute, es geht weiter. Und sehen wir uns mal an. Ich habe das mal übersprungen. Ihr müsst ja nicht sehen, wie ich da durchgehe. Aber trotzdem regt es mich auf, dass ich das jetzt nicht geschafft habe. So ein kleines Stückchen hat gefehlt. So ein verficktes kleines Stückchen hat gefehlt. Da hätte ich das für 100% bekommen. Aber nein! Ach man, dieses Spiel. Egal, ich muss diese Mission nicht mehr machen. Das ist gut. Ey, seht euch dieses Stückchen an. So ein kleines Stückchen, so ein kleines verficktes Stückchen. Tag 174. Aktion und Reaktion. Okay. Luxord. Okay, das schön, die ein bisschen. Erst ja, aber dann das Verkriegen. Ihr sagt gerade der Richtige. Spielt schon im Ah, ja, DMX. Okay. Richte. Während Chian schläft, arbeite ich noch härter, damit nichts liegen bleibt. Axel sagt, er hätte Sykes nach ihr gefragt. Wohl aber erfolglos. Immerhin hat sich Sykes dafür entschuldigt, sie als kaputt bezeichnet zu haben. Ich hoffe, das Drama hat bald ein Ende, damit sie nichts davon mitbekommt, wenn sie aufwacht. Schade, dass Roxas nicht bemerkte, dass er angelogen wurde, aber... Ach, vielleicht findet das auch mal raus, ich weiß es nicht mehr. Ist ja so 2 Jahre her, dass ich das letzte Mal gezockt habe. Bin ich vorbereitet und mach dich auf den Weg. So ein kleines Stückchen hat er gefehlt. Wie sieht die Doppelklinge? Inhaltan ist eine Doppelklinge aufgetaucht. Finde und besiege sie gemeinsam mit DMX. DMX? Geht klar. Mit DMX geht es. Ja. Ja. Mit DMX geht es. 2 Schatzrunden sind hier. Und das ist ein Abzeichen. Ich kümmere mich nicht um euch, ich muss die Doppelklinge besiegen. Ich verschwende nur unnötig Zeit dann. DMX, komm her. Ey, okay. Ich gehe auf Schatztruhensuche. Ah, da ist ein Abzeichen. Okay, das hat... Ah, das ist die Truhe. Was zur Hölle? Der Große kann mich nicht getroffen. Okay, komm. Bist du für ein Riesenteil? Danke dem ich, dass du mich geheilt hast. Das war knapp. Jetzt noch ein Herzloser. Kommt mir vor, dass es langsam geht, aber es ist anscheinend nur eingebildet. Okay, komm, mach deine Drehattacke. Wieso gehe ich noch direkt dahin? Aber er ist gleich tot. Mission erzählt. Donnerstein. Das war eine schnelle Mission. Ich hab die alles bekommen. Und wir können nach Hause. Aber das war eine Riesen-Oschi. Dieser Herzlose, der immer harmlos war, das war eine Riesen-Oschi. Die war so groß. Aber harmlos. Okay. Tag 175. Normaler Tag. Okay. Kann ich so irgendwie verbinden, das mit den...
Stehaufmännchen da. Hab ich irgendwie was da jetzt bekommen, das für 3 Stehaufmännchen ist? Ach, hier ist es. Und so. Geht doch. Speichern wir ab. Okay, das haben wir dann. Und gehen zu 6. Ja. Besiege, ja, das mache ich danach. Besiege also sind Helfton und sammle Herzen. Nimm dich vor den Schnellkristall in Acht. Ja, okay. Ach, ich mag einfach diese Welt. Ich mag die einfach. Ich mag die einfach. Aber wieso muss ich alleine hier kämpfen? Ach, das gleiche System nochmal, oder was? Ach, ich muss wieder alles untersuchen, okay. Jetzt Rezept. Schattenlöcher sind egal. Jo, ich verstehe wieder. Mit Zero. Aber wo ist das Hündchen denn? Okay, da kommt nichts raus. Und hier. Okay. Ach ja, das habe ich nie ausprobiert, oder? Okay, das wusste ich nicht, dass da auch Herzlose sind, aber Glück muss der Mensch auch haben. Fehlt noch ein kleines Stück. Wieso kommt ein Schatten durch? Diese Schattenlöcher sind so sinnlos. Okay. Okay, da habe ich 3. Ey, hier Schattenlöcher. Habt ihr irgendwie kein Zuhause oder was ist los mit euch? Barren. Okay, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wo ich hingehen kann noch. Aber erstmal den Brunnen untersuchen. Zu dem Brunnen sagt er nichts. Ich wusste es doch. Okay, dann haben wir das auch. Was sieht noch verdächtig aus? Das sieht verdächtig aus, aber nein, da sind keine Herzlose drin. Und hier. Okay. Okay, da sagt er nichts. Und zum Rathaus da vorne sagt er auch nichts. Okay. Dann gibt es nur eine Möglichkeit mit Zero. Ich hoffe, das Hühnchen ist da. Ja, es ist da. Nichts gelingen. Das sollte reichen. Was denkst du, Zero? Der Doktor hat es für mich gebockt. Allein in Ton mache ich meine Lampe an und habe einen großen Auftritt. Die können sich auf eine Überraschung gefasst machen. Ups, ich komme zu spät. Schnell zurück zum Labor des Doktors. Sei ein guter Junge, Zero. Immer doch. Okay, alles Verdächtigen untersuchen erstmal. Oh. Ist geöffnet. Okay. Hier haben wir eine Schock. Stirb doch mal eine Runde. Okay, da sagt er nichts. Wo Zero? Ich kann diese Laterne bestimmt anmachen. Achso. Jetzt weiß ich wieder. Mach an. Damit öffnet sich der Sack.
dann können wir da durch. Dann haben wir das auch erledigt. So. Sag ich doch. Kaputt. Okay, jetzt können wir da durch. Und laden zu einem Gebiet. Voller Schrecken jetzt. Okay. Sehr ruhig, hallo? Hündchen, komm mal her. Das Auto an sich gesehen nervt auch irgendwie langsam. Okay, in der Katze ist eine Tür gekommen. Geöffnet worden, meine ich. Okay, dann habe ich jetzt... Jetzt fehlen mir noch zwei Schatztruhen. Halt! Stopp! Was wäre ist da? Ah, oh, ich hasse diese drei kleinen Bastarde. Ah, ihr Kinder schon wieder. Du darfst hier nicht durch. Die Straße ist gesperrt. Das ist eine Straße, denn ich sehe einen Berg. Fang! Ach, aus dem Weg. Warte, darf ich die kleinen Kinder jetzt verprügeln? Besiegt die drei Imps. Okay, soll die drei Imps besiegen, also... Geht klar, aber erstmal die Truhen hier suchen. Ich bin voller Truhenfetischist, wenn man das so sieht. Der ist schrecken. Seid ihr irgendwie zu behindert und macht euch irgendwie gegenseitig fertig? Es kommt mir echt so vor, dass sie so dämlich sind. Egal, jetzt schlage ich dieses verdammte Mädchen kaputt. Stirb einfach. Und du Satansbraten, du nervst am meisten. Du immer deine hässliche Fratze. Stirb am Feuer. Was? Stirb trotzdem am Feuer. Hallo, stirb am Feuer, hab ich gesagt. So gut. Ach, ich hasse das. Ey, zum Glück rutscht er zu denen. Die Fähigkeit, die mit den Rutschen zu tun hat. Und tot, Mann. Eklige Viecher. Hässliche Menschen. Okay, wir geben auf. Entspann dich. Chill mal. Sagt mir, warum ihr den Weg versperrt. Wenn ihr das nicht täten, würdest du da reingehen und... Ach, nichts. Und was? Was ist da? Nee, nichts. Genau, jede Menge davon. Keine Streiche mehr, versprochen. Bitte lass uns gehen. Bitte. Streiche? Mir in die Quere zu kommen war ein Streich. Warum? Weil es Spaß macht. Spaß? Das verstehe ich nicht. Macht es aber. Streiche sind super. Sie selbst. Ey, diese kleinen Kinder werden so Terroristen. Das sage ich euch, so kleine Terroristen. Das ist unsere Chance. Weg! Rest in Peace, stand da. Ist klar. Okay, da hat er... mir gefällt die Idee mit der Lampe. Ja gut, aber... ich wünschte, die ganze Sache hätte noch etwas mehr Pep. Weg hier! Wohin? Zu unserem Geheimversteck. Die drei haben bestimmt nichts Gutes vor. Warte mal. Etwas mehr Pep-Explosionen? Heurika! Das ist perfekt! Ich dachte, die soll herzlos sein. Oh,
Ich bin so dämlich. So, weg mit dir. Hier kann man noch irgendwelche Sachen untersuchen. Ah, da ist der Hund. Es gab noch einen Ballon, den man da untersuchen konnte. Ach komm, Zero, hier. Das ist auch irgendwas zu tun, hast. Zu meiner Runde, Hund. Und wo? Okay. Komm, triff die mal. Ich glaube, das Auto-Anvisieren muss ich rausnehmen. Das nervt langsam. Obwohl ich davor immer gesagt habe, das ist gut. Okay, weg. Du ekliges Teil. Komm. Ich sehe irgendwo noch einen Knochen. Für mich. Ah, da hinten. Knochen. Jetzt bist du froh, oder? Such mir noch weiter, herzlose kleines Hühnchen. Hallo? Wo gehst du hin? Der Kürbis also. Ich habe keinen Äther. Dann muss ich auf die übliche Art verprügeln. Mit einem Mitbrecher. Ich will wissen, was da oben ist, verdammt, Mann. So, so. Hallo, machst du einen Limitbrecher? Okay. Wieso hast du so kurz gemacht? Okay, dann haben wir das auch. Hühnchen hier. Den nächsten Knochen. Gehst du schon an das Gebiet? Nein. Noch eine von diesen komischen Wichsblöcken. Ich weiß, es ist abgeschlossen, aber nein, ich gehe noch nicht. Rückkehr ist erlaubt, ich weiß. Aber ihr wollt ja mal, dass ich besondere Arbeit mache. Oder besonders Mühe gebe. Das werde ich dann auch. Jetzt gehst du raus, oder? Sag dich doch. Knochen? Oh, scheiße. Warte mal. Ich benutze einfach das hier. Er hat diese Teile schon anvisiert. Das ist beschissen an Auto anvisieren. Komm, so kann ich den auch noch verprügeln. Das war ausgerechnet Eiswürfel. Ah, da stand da in der Beschreibung, dass da Eiswürfel sind.
Komm, stirb mal. Ich glaube, ich mache nur eine Minute noch. Komm näher. Danke, Mann. Schon mir noch einen Knochen hier. Und da sucht mir schon weitere Gegner. Und ein Eiswürfel. Das ging ja schnell. Mädchen, komm her. Wo führst du mich jetzt hin? Wieder raus, oder? Ja, wo gehst du hin? Entscheid dich mal. Wenn du rausgehst, dann sag es auch. Ich glaube, ich mache mal in diesem Part diese Mission komplett danach. Ich muss das machen. Komm, die letzten, Herzlosen noch. Wieso ausgerechnet ihr? Aber die sind besser als diese komischen Eiswürfel. So, weg mit euch. Was willst du eigentlich von mir? So und... Schafft mal. Jetzt können wir ganz froh nach Hause gehen. Und nach Hause und so. Jetzt nicht dieses komische Teil. Ich meine nicht den Mega-Schattenlurch, ich meine ein anderes Teil. Nein, da kommt es jetzt noch nicht. Dann viel später. Wieder beim Eisessen, Shino ist immer noch beim Schlafen. Krähen-Action und so. Guckt euch nicht immer so komisch an. Hallo, das ist irgendwie so... So ein bisschen Liebe zeigen und so. Okay, mal zwei. Mission Ergebnis abschließen und Tag 176. Okay. Und wir sehen uns das nächste Mal.